Und herzlich willkommen zu einem neuen Foodtest-Video. Das erste Foodtest-Video aus meiner neuen Wohnung. Und es ist noch sehr ungewohnt, hier so laut zu reden. Aber ist okay. Ich teste heute zwei vegane Schokoladen von Katjes. Ich weiß, sie sind schon eine Weile draußen, aber ich habe es noch nicht geschafft, sie zu testen. Und habe mir einfach zwei Sorten geholt, die mich am meisten ansprechen. Und zwar Salted Brezel und Orange Country. Deswegen teste ich die heute. Und genau, sind vegan und bin gespannt. Ich fange an mit Orange Country. Ich finde es ja super, dass das nur 50 Gramm sind. Also so kleine Tafeln finde ich viel schöner, vor allem wenn man sowas alleine isst. Das ist sehr viel angenehmer. Ist das zartbitter? Oh, geil. Die auch? Nee, das ist normale. Okay. Zartbitter ist schon mal gut. Oh, das riecht geil. Oh, die ist sehr zart und sehr fein. Also die zerbricht so einfach in der Hand. Also sehr leicht auch. Sie wiegt nicht viel, sie ist wirklich super leicht. Boah, riecht voll gut. Boah, ich liebe Zartbitterne. Also ich denke mal, dass das einfach eine Zartbitter ist. Ist das jetzt nicht viel anders als eine Zartbitter? Schmeckt wie eine ganz normale Schokolade mit. Ein bisschen ganz, wirklich ganz leicht dezent orange. Das könnte für mich persönlich noch ein Ticken mehr sein. Also für mich ist es wirklich fast ein Ticken zu dezent, aber man hat so kleine. Ich denke mal, das sind so orangen Schalenstücke drin. Aber sehr lecker. Also eine sehr leckere Schokolade. Ich bin auch überrascht, wie leicht die ist, aber dass sie trotzdem so groß ist. Aber richtig gut. Ich finde es super, dass es halt nicht ganz so süß ist, dadurch, dass es zartbitter ist. Und Orange, ich weiß nicht, wer jetzt nicht stark Orangengeschmack mag, für den ist es eher was. Für mich persönlich könnte es ein bisschen stärker sein, aber man schmeckt sie auf jeden Fall. Also von mir bekommt die einfach, weil es ist eine gute Schokolade. Schmelzen weiß ich jetzt natürlich nicht, aber die kann ich mir auch voll gut als Topping vorstellen. Deswegen bekommen die von mir, doch ist wirklich gut, eine 8. Bekommt von mir eine solide 8. Ist jetzt nicht so, dass es mich umhaut. Und dass ich sage, oh mein Gott, ich brauche diese Schokolade in meinem Leben. Aber ich finde sie sehr lecker. Deswegen eine 8. Und ich teste jetzt Brezel. Salty Brezel. Ich finde es natürlich, ich finde es ein bisschen irritierend, dass es so englisch-deutsch ist. Ich meine, ich eigentlich wäre da so, ja, aber Salty Brezel ist echt nicht das, was man. Naja. Man sieht von hinten schon Stücke. Das ist jetzt Vollmilch. Vollmilch. Also, bin ich jetzt gespannt, ob sie nach Hafermilch schmeckt oder was ist das? Haferpulver, ja. Okay. Ui. Oh. Salzig. Also wirklich salty. Also, das ist für mich sogar schon fast zu viel. Aber die Brezeln sind halt echt gut. Das gibt richtig schön Crunch. Die Schokolade an sich ist auch sehr lecker. Für mich ein Tick zu salzig vielleicht. Also es stört jetzt nicht, es geht noch voll. Ich habe es noch nicht erwartet, dass es wirklich so stark ist, nachdem das Orangenaroma so dezent war. Aber doch, ist echt lecker. Sowas finde ich halt auf süßen Bowls richtig geil, weil es diesen Kontrast gibt. Das wäre aber so eine, die ich nicht pur essen würde, weil mir das dann wirklich schon zu extrem ist. Aber wenn die schmilzt, auf irgendwie das so süßem Grießbrei oder so, wenn das warm ist oder Porridge, und dann schmilzt das dort rein. Das kann ich mir halt da richtig geil vorstellen, aber die wirkt schon sehr cremig, als würde sie auch geschmissen. Aber die Salzbrezeln sind schon wirklich salty. Ich esse aber auch so Salzstangen und so gar nicht, deswegen, wer Salzstangen mag und Schokolade, muss die testen. Für mich ist die eher so, ist okay für das, was sie ist. Ich habe sie mir tatsächlich weniger salzig vorgestellt. Die gibt es bei mir als Topping, die andere kann ich sogar pur echt gut essen. Also die war, weil sie nicht zu süß ist, perfekt. Aber irgendwie hat die was Weihnachtliches, ich weiß nicht. Salzbrezeln haben für mich so dieses so Weihnachtliches. I don't know, so snackmäßig. Aber die bekommt von mir tatsächlich eine 7. Also sie ist gut. Ist halt einfach nicht mein persönlicher Fall. Aber rein objektiv gesehen ist sie wirklich sehr lecker. Und ja, das war's für mich schon. Ich versuche mich kurz zu halten in der Wohnung. Ich versuche keine 20 Minuten Testvideos zu machen. Und ja, habt ihr so schon getestet? Was gibt es dann noch so für Sorten, außer so normale? Vielleicht teste ich mal noch ein paar andere, weil die echt lecker sind. Also an sich so für vegane Schokolade echt gut.
Und ich würde sagen, danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Video.